Wir sind bereits mitten in der Ballnacht und wer ist noch immer da? Gut gelaunt, Herr Minister. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Grüß Gott. Das ist mittlerweile, das weiß ich noch vom letzten Jahr. Letztes Jahr war es die Premiere, das heißt der zweite Ball. Somit sieht man das Ganze schon ein bisschen entspannter. Na, auf alle Fälle, man kennt die Abläufe ein bisschen, ja, und es wird entspannter, aber es ist wunderschön. Ja. So im letzten Jahr, auch heute wieder ein toller Ballabend, also großartig, was hier wieder zustande gebracht wurde. Wenn man jetzt den Ball der Offiziere so ein bisschen kritisch beäugeln würde, dann würde man sagen, haben wir auch was zu feiern? Na, selbstverständlich haben wir was zu feiern. Ich glaube, wir haben zu feiern eines, wieder ein starkes Bundesheer, ein Bundesheer, das die Bevölkerung auch will, ein Bundesheer, das jetzt im Moment mit über 3000 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz steht, vor allen Dingen auch im Schneeeinsatz. Also ich glaube, das sind die Helden von heute und die werden heute auch hier mitbefeiert. Und das soll auch so sein, die haben nämlich ganz ordentliche Arbeit geleistet, muss ich sagen, gerade in den letzten Tagen. Aber wenn wir schon mitten im Diskutieren sind, wie es ausschaut, ich habe jetzt gelesen, Sie haben eine Aussage getätigt, und zwar dieses Jahr 2019 wird eine ganz besondere Herausforderung, es wird die Mutterschlacht zu gewinnen sein. Ja, es ist die Mutter aller Schlachten, nämlich wenn es um die Budgetverhandlungen geht, es ist auch ein bisschen das Schlüsseljahr für das Bundesheer, nämlich ob wir auch in Zukunft die Leistungen erbringen können, die die Bevölkerung auch braucht und will. Und ja, es wird meine Aufgabe sein, diese Mutter aller Schlachten zu schlagen, aber gemeinsam mit einer großartigen Mannschaft, gemeinsam auch mit vielen, die heute hier sind. Ich bin guter Dinge, wir schaffen das. Ich wollte sagen, aber heute wird nichts mehr geschlagen, heute wird maximal noch das Tanzbein geschwungen. Ja, ich bin jetzt nicht bekannt dafür, dass ich der beste Tänzer bin, aber ich bin einer, der nicht... Noch immer nicht, letztes Jahr haben wir es gleich gesprochen. Ja, den Walzer habe ich noch jetzt aufgrund der Hochzeit noch intus, aber ich bin einer, der nicht sofort nach Hause geht, also so viel steht fest. Ist das auch ein Abend, wo man zwar gemütlich unter Freunden sein kann, aber auch ein bisschen die Arbeit mitschwingt? Na, selbstverständlich, es sind auch sehr viele Entscheidungsträger, Gott sei Dank hier. Das sind sehr viele informelle Gespräche, aber je später die Stunde, desto lockerer dann die Atmosphäre. Und wie gesagt, ein toller Ballabend für Tänzer, aber auch für jene, die so wie ich sich eher im Barbereich dann aufhalten. Dort sehen wir uns dann wahrscheinlich im Laufe des Abends wieder. Ich wünsche eine schöne Ballnacht. Dankeschön und bis nächstes Jahr. Herzlichen Dank, ich freue mich drauf. Danke.